Freya, du hast dir aber ganz schön Zeit gelassen. Wir warten schon auf dich. Dann lass uns mal losgehen. So, dann habe ich jetzt auch endlich mal die Zeit, die anderen auszurüsten. Puck habe ich leider auch nicht getroffen, ob er wohl schon den Baum runter ist? Ja, schauen wir mal. Der Sand in dieser Stadt schmeckt leicht süßlich, Mampf. Diese Stadt ist wirklich sehr lecker, Mampf. Ach, Quina, so sorgenlos möchte ich auch mal sein. Alle sind so hilfsbereit. Schon alleine, um mich ihrer Freundschaft würdig zu erweisen, muss ich Clara beschützen. Alles klar, dann wollen wir mal das Bäumchen runter. Aber erst rüsten wir ein wenig aus. So, da lernst du noch. Ah, Urschrei und Feurer. Ich muss gleich mal gucken, was Urschrei nochmal macht. Das nehme für dich. Ah, hier ist nicht so gut. Reflektring, da lernst du noch. Es wäre schön, wenn einer den Korallenring tragen würde, weil der Donnerangriffe absorbiert. Und du lernst fast überall. Und da ist immer noch nichts Neues hier, ne? Nö. Warum auch? Sie haben wir ja gerade ausgerüstet. Urschrei lernt das schon, ne? Ja. Ist ja dürflich. Na gut, dann wechseln wir mal zu den Ability. Auto-Potion können wir machen. Gift und Galle, Götterspeise, Felsenfest. Okay. Gift und Galle. Machen wir Auto-Potion. Kannibale haben wir schon angelegt. Dann nehmen wir das nochmal dazu. Falsche Richtung. Anlegen. Du kannst auch mal Auto-Potion anlegen. Könnte jetzt zwar nervig werden für eventuelle kleine Kämpfe, aber ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal die Gelegenheit habe, mich so auszurüsten. Dann wollen wir mal schauen, ne? Und die alexandrische Soldatinnen. Ich wollte gerade was zum Sand sagen. Ja, dann sind die feindlichen Truppen wohl schon eingetroffen. Na toll. Na toll, nein, nicht... Oh, Obsidian. Doch nicht jetzt. Bist du denn des Wahnsinns? Das ist doch nicht wahr, ey. Naja. Da kann ich jetzt auch nichts machen. Wieso ziehst du so wenig ab? Dafür zieht sie dann mehr ab. Und ich finde es genial, wie Quina immer ausweichen kann. Super. Guck mal, hier mit Tricks können wir schon Energiestoß, Gezeitenflamme. Den Rest konnte ich nicht mehr lesen. Lauter tolle Trance-Angriffe. Und Freya hat Apotheker gelernt. Oh, eine Mithril-Schwertkarte. Nett. Nett, nett, nett. Apotheker war das jetzt, ne? Anlegen. Da. Aber das reicht nicht, ne? Nee, dann machen wir das einfach mal ab. Das dran. Ja, und die noch. Und nach dem Kampf, auf den ich warte, werde ich die Auto-Potion wieder deaktivieren. Ich hoffe, ich denke dran. Ah,
Hauptsache, wir stauben schön AP ab. Wir haben ja wieder eine Menge zu lernen. Wir haben so viel gekauft und geklaut und sonst was. So, kommen hier noch mehr? Ja. Die sind echt überall. Aber wir werden sie schon noch aufhalten. Hoffentlich. Na gut, weiter geht's. Zidane, warte doch mal einen Augenblick. Die Soldatin aus Alexandria vorhin, findest du nicht auch, es waren auffällig weniger in der Zahl? Ich meine, wenn man mal davon ausgeht, sie hätten es ernsthaft auf uns abgesehen gehabt. Ja, jetzt wo du es sagst, ist da was dran? Oder gut, so schaffen wir alle auf einen Streich. Sie wollten Clara ja sowieso überfallen, dann sind es doch echt wenig. Ja, jetzt wo du es sagst, ist da was dran. Stimmt, genau! Aua! Feuer! Clara! Clara wird angegriffen! Schnell, du musst sofort mitkommen! Oh Gott, die Musik. Ich hab's so gehasst. Hektik. Oh nein, ich hatte also recht mit meiner Befürchtung. Ich muss mich beeilen. Was steht ihr da so blöd rum? Kommt auch mit! Oh, diese Musik, ne? Schon unterwegs. Nicht, dass ich sie nicht mögen würde, aber... Boah, die passt einfach so gut. Die Damen und Herren trudeln also auch langsam ein. Beatrice. Oh nein. Hier fällt ihr also auch ein. Ah! Sekwara. Scheiße. Nein, nein! Töten! Gott. Kupo! Hilfe! Die Stadt wird von Feinden überrannt. Sind es wirklich so viele? Ja, sie fallen buchstäblich vom Himmel. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ah! Töten! Nicht mit uns. Wir haben jetzt natürlich schön Zeit verschwendet, indem wir erst den Baum runtergerannt sind und die schönen Clara angreifen konnten. Es war ein kluger Schachzug von den Feinden. So, wir haben hier den Magier. Typ B. Der ist ein bisschen stärker. Aber hat dennoch nicht viele HP. So viel dazu. So, Potions sind natürlich immer gut. Okay, erstmal nach rechts. Denn da war ein Mogri. Und Stiltskin. Was zum heiligen Bommel? Was ist hier passiert? Ja, das... Hups. Entschuldigung. So, Mognet? Eine Bitte, Kupo. Gerne, an Serino. Danke, Kupo. Okay, noch was? Kupola. Kupola. Das ist ja süß. Okay, wie sieht's um uns aus? 800, 500, 700, 700, das ist okay. Alles klar, dann lass uns mal, Kupola. Lass uns mal speichern. Denn gleich geht's rund. Gleich geht es rund. Alles klar. Retten wir Clara. Ah! Oh nein, oh nein, oh nein. Macht euch bereit zu sterben, Ratten von Clara. Schnell hierher. Lasst das Volk in Ruhe. Jetzt gibt's Saures. Oh ja, jetzt gibt's Saures.
Jetzt sind es 3 Soldatinnen. Das kriegen wir aber hin. Ha, ich kann schon wieder rein. Wie ein Weltmeister, ich sag's euch. Genau. Ich denke, Aisra ist hier sinnvoll. Ach ja, flieh doch. Genau, Aisra ist voll sinnvoll jetzt. Mann. Das mit der Autopotion ist jetzt natürlich ein bisschen Banane, wenn die Soldatin nur 20 oder so abzieht. Aber lieber vorgesorgt als nachgesorgt. Ja, schön. Ich sollte mir die Zauber lieber aufsparen. 608. Schön. Stärkebonus. Ich sollte Stärkebonus aktivieren. Das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Jetzt blasen sie wohl zum Generalangriff. Nein, nein, nein. Ich will Stärkebonus. Ich muss mir Stärkebonus aktivieren, merken. Töten! 2 Kämpfe hintereinander. Ich hasse es. Also los. So, Angriff. Ach, jetzt greift Vivi einfach so an. Ist aber nicht schlimm. Die sind ja schnell erledigt. Zack. Au. Also hier lohnt sich dann doch eine Autopotion. Und zack. Stirb! Stirb! Geht doch. So, Mimikkarte. Auch schön. Interessiert uns in diesem Let's Play zwar weniger, aber naja, verdammt. Nur nicht übermütig werden. Wie es jetzt gerade wohl in der Stadt aussieht. Ja, dann mal rauf da. Er bewegt sich übrigens alleine. Das bin ich nicht. Der Feind kommt in Scharen. Wie sieht's bei euch hier aus? Die Leute aus Bomekia leisten zwar Widerstand, aber für jeden Gegner, den sie umhauen, scheinen 2 neue zu kommen. Wir waren völlig machtlos und sind geflohen. Diese verdammten Bastarde aus Alexandria. Was sollen wir tun? Ich, flieht nach rechts. Das hat auch einen bestimmten Sinn. Wenn wir die falsche Antwort wählen, werden sie leider gegrillt. Und wenn wir die richtige Antwort wählen, werden wir dafür belohnt. Flieht nach rechts. War richtig. Gut, dann habe ich das noch richtig in Erinnerung. So, jetzt kann ich aber endlich mal ins Menü. Stärkebonus Konter lernt er dann noch. Okay. Anlegen. Stärkebonus braucht ganze 5. Insektenartige Monstern. Dämonen. Bestien. Das brauchen wir erstmal nicht. Stärkebonus an. Super. Weil Stärkebonus macht, dass wir unsere Angriffskraft steigern. Wir brauchen dafür aber ein paar MP. Ist aber bei Zidane gar nicht schlimm, weil er eh meist nur physisch angreift. Gell? So. Hast du vielleicht meinen Mann gesehen? Nein, habe ich nicht. Wo ist Fati? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, und ich glaube, das ist hier so aufgebaut, je nachdem, wo die Leute herkommen. In die Richtung darf man die nicht schicken. Die kamen von oben, also sagen wir hier, flieht nach links. Flieht nach links!